Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen euch heute verschiedene Spielsituationen zeigen, in denen ihr eurem Gegner ein paar coole Tunnler schieben könnt. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns. Bis dann. Beim ersten Tunnelskill steht der Gegner frontal vor dir oder kommt frontal auf dich zu. Dann machst du eine Körpertäuschung, damit er denkt, dass du zur Seite weggehst. Wenn er dann sein Bein ausstreckt, um den Ball zu bekommen, spielst du ihm den Ball durch die Beine. Bei diesem Tunnelskill dribbelst du mit dem Ball an der Außenlinie entlang und hast den Gegner seitlich neben dir. Du spielst hier den Ball kurz mit der Innenseite vor, um deinen Gegenspieler in deine Richtung mitgehen zu lassen. Dann spielst du den Ball in der gleichen Bewegung mit der Außenseite durch seine Beine, wenn er diese öffnet. Bei diesem Tunnelskill hast du deinen Gegner im Rücken. Häufig bremsen Gegenspieler eher breitbeinig ab. Das ist der Moment, den du ausnutzt, um deinem Gegenspieler den Ball mit der Sohle durch die Beine zu schieben. Für diesen Tunnelskill dribbelst du an der Außenlinie entlang. Dann tust du so, als würdest du flanken. Da dein Gegner versuchen wird, deine Flanke zu blocken, wird er sein Bein ausstrecken. Das ist der Moment, in dem du ihm den Ball durch die Beine schiebst. Bei diesem Skill hast du deinen Gegenspieler im Rücken und deckst den Ball ab. Versuche dich ein bisschen seitlich zu deinem Gegner zu stellen. Dann ziehst du den Ball mit der Sohle zurück. Dein Gegenspieler wird denken, dass du zur Seite weggehst und die Bewegung mitmachen. Dabei spielst du ihm den Ball mit der Innenseite durch die Beine. Bei diesem Tunnelskill läufst du mit dem Ball an der Außenlinie entlang und wirst von deinem Gegenspieler attackiert. Da der Gegner dich mit Tempo jagt, ist es für ihn unmöglich, seine Beine geschlossen zu halten. Nun kommt es auf dein Timing an. Wenn der Gegenspieler seine Beine in der Bewegung öffnet, spielst du ihm den Ball mit der Außenseite durch die Beine und ziehst nach innen. Bei diesem Tunnelskill hast du deinen Gegner im Rücken. Du berührst den Ball mit der Innenseite und fängst an, dich zu drehen, ohne dass der Ball deinen Fuß verlässt. Häufig steht der Gegner breitbeinig hinter dir. Das nutzt du aus und schiebst ihm den Ball in der Drehung durch die Beine. Bei diesem Skill hast du deinen Gegenspieler im Rücken und er attackiert deinen ballführenden Fuß. Meistens attackieren die Gegner in der breitbeinigen Erwartungshaltung. Das nutzt du aus und ziehst den Ball mit der Sohle durch seine Beine.